Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Odyssey im Auftrag des Königs in der Vorab-Version 2.5. Ich freue mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, um diesen zweiten Teil euch angucken zu wollen. Ja, ich werde einfach mal hier ein bisschen rumgucken, Heilpflanze. Ich werde doch erstmal eine Runde schlafen, weil uns das hier zu dunkel ist. Diese Grillen, herrlich. Aber schauen wir noch mal erstmal im Rittersaal. Ich muss ja auch noch mit Erik quatschen. Wie finden wir den da? Nee, das ist Erik, da ist er doch. Ja, natürlich. Willkommen, Paladin. Kann ich nicht mein Name ist Roland. Im Namen Innos grüße ich dich. Auch ich grüße dich, Soldat. Ich bin Erik. Was willst du von mir? Darf ich erfahren, warum ihr nach Athanos gekommen seid? Ja, das darfst du. Wir benötigen zunächst Proviant für unsere Weiterreise. Ferner brauchen wir noch einen Matrosen. Beides hoffen wir hier zu bekommen. Wohin geht eure Reise, wenn ihr Athanos wieder verlassen habt? Tut mir leid, aber dazu dürfen wir dir überhaupt nichts sagen. Frage mich lieber etwas anderes. Wie steht es um Vengard? Wird die Stadt noch gehalten? Ja, in Innos Namen. Sie wird noch gehalten. Die Mauern Vengards sind stark. Und solange sie halten, werden die Orks unsere Hauptstadt nicht bezwingen. Und was geschieht, wenn Vengards Mauern fallen? Wenn die Orks in die Stadt eindringen? Noch mehr. Das ist eine Frage, welche du dir nicht stellen solltest, Soldat. Aber falls dies geschehen sollte, dann bleibt dem König noch ein letztes Mittel, um einen Sieg der Orks zu verhindern. Was ist das für ein letztes Mittel? Das werde ich dir nicht verraten, Soldat. Begnüge dich damit zu wissen, dass noch nicht alles verloren ist. Wer ist euer Anführer? Das ist der ehrenwerte Lord Baldwin, Soldat. Seine Vertreter sind die beiden Paladine Gernot und Ganelun. Daher hat Lord Baldwin Sir Ganelun zu dem Anführer unserer Gesandtschaft an euren Kommandanten Marbot ernannt. Ganelun hat den Auftrag, Kommandant Marbot über die militärische Situation auf dem Festland zu berichten, während man Kamerad Volker sich um die Beschaffung des Proviantes kümmern soll. Ich hingegen bin von Lord Baldwin beauftragt worden, einen neuen Matrosen für unser Schiff zu suchen. Ich hoffe daher, dass Marbot uns genug Bewerber zur Verfügung stellen wird, damit ich den besten Mann für unsere Mission auswählen kann. Ich würde gerne bei euch anheuern. Ausgezeichnet. Dann melde das sofort deinem Kommandanten, damit er dich schon einmal vormerken kann. Ich habe Marbot gesagt, dass ich zu euch an Bord will. Du machst dabei so ein komisches Gesicht. Was hat er denn gesagt? Tja, so wie ich ihn verstanden habe, möchte er überhaupt keinen seiner Leute entbehren. Ach, so ist das? Nun, dann werde ich dem Herrn Kommandanten in aller Deutlichkeit klarmachen, dass er nicht herumkommt, unseren Wunsch zu erfüllen. Weißt du was? Du gibst Marbot diesen schriftlichen Befehl, der eigenhändig vom König unterschrieben worden ist. Mal sehen, ob er sich dann noch weigert. Ja, das ist doch schön, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Darf ich das hier eigentlich öffnen? Und alle meine Kommandanten, Lord Baldwin ist in einer äußerst wichtigsten Mission unterwegs. Da befehle ich hiermit, dass er in jeder Hinsicht unterstützt wird, da das Scheitern seiner Mission uns unbedingt die endgültige Niederlage bringen wird. Möge Innos uns den Sieg schenken, Robert der Zweite. Ich glaube, in meinem ersten Let's Play habe ich das noch nicht gesehen. Aber auch hier noch eine kleine Bemerkung. In diesem großen Saal kommt der Hall von Erik, also von dem Sprecher, richtig gut.
So, Moment mal. Volker. Wir sollten mal Ralf wegen des Schlösserknackens mal anfragen. Ich habe über Vanguard etwas in Erfahrung bringen können. Tatsächlich? Dann schieß mal los. Ich kann es kaum erwarten. Na, viel ist es nicht. Vanguard wird weiterhin von den Orks belagert. Man muss wohl damit rechnen, dass die Mauern der Hauptstadt bald fallen. Oh je, dann können wir wohl bald damit rechnen, dass die Orks auch hier auftauchen. Es gibt aber noch Hoffnung. König Roba verfügt angeblich über eine Geheimwaffe. Mit dieser will er die Orks am vollständigen Sieg hindern, sobald diese in die Stadt eindringen. Eine geheime Waffe? Was mag das für eine sein? Das wollte mir der Paladin, von dem ich alles erfahren habe, nicht verraten. Es muss aber eine Waffe sein, die nur zu einem bestimmten Fall einsetzbar ist. Na, immerhin weiß ich jetzt, wie die Situation vor der Hauptstadt ist. Das wird die Jungs sicher interessieren. Dank dir, dass du dich erkundigt hast. Nicht der Rede wert. Von wegen nicht der Rede wert. Weißt du was? Wenn du willst, kannst du zum Dank von mir lernen, wie man Schlösser knackt. Und das sogar gratis. Ist ganz hilfreich, sage ich dir, wenn man mal darauf angewiesen ist. Wie? Du kannst Schlösser knacken? Na sowas. Von wem hast du denn das gelernt? Ach weißt du, da war mal ein Matrose. Ist schon eine Zeit lang her. Aber ich denke, das willst du nicht wissen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ein paar Dietriche kannst du auch von mir günstig bekommen. Sag mal, Ralf, du bist doch ziemlich geschickt. Naja, ich denke schon. Warum? Hast du vielleicht das Buch über Geschick gelesen, das für die Grundausbildung benötigt wird? Das Buch vom Canvas? Klar habe ich das gelesen. Das müsste ich sogar noch haben. Was heißt müsste? Hast du es jetzt oder nicht? Moment, lass mich doch überlegen. Aber sicher, ich habe es noch in meiner Truhe. Na toll, aber auf den Gedanken kommen, es mal zurückzugeben, kamst du wohl nicht, was? Mann, ich hatte es einfach vergessen. Und da Bruno zurzeit sowieso nicht ausbildet, dachte ich... Er bildet aber jetzt wieder aus. Und ich möchte das Buch gerne haben. Ist ja schon gut, Roland. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Truhe. Du kannst es gerne haben. Ja, perfekt. Dann kommen wir schon mal an das dritte Buch. Wenn die hier alle so lustig zusammenstehen, was mit Herbert? Herbert ist ja der, das Buch von Hau zu hat. Volker haben wir, glaube ich, noch. Nee, doch, Volker haben wir, glaube ich, schon gequatscht. Ja, dann werden wir als erstes mal eine Runde schlafen. Und mal gucken, wo ist denn nochmal Ralfs Truhe? Jonathans Truhe, Truhe, Waffenknecht. Jonas Truhe. Ja. Ihr vielleicht? Ich weiß es nicht mehr vom ersten Let's Play. Man kann sich auch nicht alles merken. Gut, okay, das sind nur normale Truhen. Dann wird die wohl hier in dem Kämmerchen sein. Gucken wir mal. Kürzenstruhe, Truhe. Oh, Truhen gucken. Hinz Kunz. Das kann ja nur Hinz. Ja, Hinz Kunz, Flinz Truhe. Ralfs Truhe. Da haben wir es doch. Herrlich. Was haben wir hier? Spruchrolle, Schlaf vergessen. Und ein bisschen Brot. So, dann werden wir mal das dritte Buch lesen. Wie wird man geschickt? Graf Wilbert von Canvas. So, gucken wir in unserem Inventar. Haben wir irgendwelche Dietriche? Wir haben einen Dietrich. Zur Sicherheit werden wir bei Ralf noch ein paar Dietriche kaufen. Was ist los? Was ist denn los? Hast du vielleicht auch die anderen Bücher? Nein. Oder hast du sie etwa in meiner Truhe gefunden? Jetzt sei doch nicht so nachtragend. Tut mir auch leid, dass ich vorhin so aufgebraust bin. Ja, ist schon gut. Du rennst dir wohl wahrscheinlich wegen den Büchern jetzt die Hacken wund, was? Genau so ist es, Ralf. Und Bruno konnte mir nicht sagen, wo ich suchen soll. Hast du es schon mal beim Bücherschrank probiert, wo die Bücher normalerweise stehen? Glaub nicht. Wo ist denn dieser Bücherschrank? Na, im Turmzimmer der Hauptleute. Vielleicht hat er die Bücher wieder jemand einsortiert.
Das hätte mir doch Bruno bestimmt gesagt. Aber ich kann es ja mal probieren. Hast du vielleicht noch eine Idee? Nun, vielleicht hat noch jemand anderes sich Bücher ausgeliehen. Das Buch über Armbrustschießen könnte jeder haben, der über eine Armbrust verfügt. Versuch's mal bei den Waffenknechten. Das Buch über Einhandwaffen hingegen kann jeder haben, wenn es nicht im Bücherschrank zu finden ist. Das wird schwierig. Und das Buch über Muskelkraft, tja. Was tja? Keine Idee? Nun, ich selbst habe mal das Buch gelesen. Das ist aber schon sehr lange her und wer es danach bekam, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich von dem Buch schon bald zu viel bekommen und es nur oberflächlich gelesen. Wieso? Ist es denn so schwer? Schwer zu lesen, denn es hagelt von Rechtschreibfehlern. Abgesehen davon sagen mir Haozus Theorien überhaupt nicht zu. Ich frage mich ernstlich, wie man so ein Gestammel für einen Klassiker halten kann. Haozus Haozu-Theorien können eigentlich nur jemand begeistern, der kein großer Freund des Denkens ist und lieber mit der Faust spricht. Also jemand, der total aggressiv drauf ist und im Kopf nicht viel drin hat. Tja, und da fällt mir im Moment niemand ein, der unter uns so drauf sein könnte. Naja, auf jeden Fall erst einmal danke für deine Hilfe, Ralf. Tut mir leid, viel konnte ich dir nicht helfen. Ja, aber das Buch auf dem Bücherschrank habe ich ja schon gefunden. Nicht schlafen gehen, Ralf. Ich will noch Dietrich von dir. Aha. Ihr zeigt mir, wie ich Schlösser knacke. Ja, 10 Lernpunkte. Ich dachte gratis. Naja gut, ohne Gold. Schauen wir mal. Ja, wir brauchen noch 25 Punkte. Yes. Wir werden uns mal selber hinlegen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Aha. Anmerkung an dieser Stelle. Hier fehlt die Einblendung. Du bist jetzt ausgeruht und ausgeschlafen. Oder umgekehrt. Schlösser knacken. Jetzt brauchen wir noch 25 Punkte. Wo laufe ich eigentlich hin hier? Gehen mal runter. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Stopp. Habe ich ja hier. 135. Das ist noch nicht viel. Uno, den werden wir gleich mal anquatschen. Dreckiger Dieb! Na warte. Oh, scheiße. Wache! Alarm! Wache! Wir sprechen Alarm. Uns noch! Bleib stehen, du Lump! Alarm! Wir sprechen uns noch! Verschlossen. Mensch, was mache ich denn jetzt? Ich hätte vorher abspeichern sollen. Und? Wie sieht es aus? Gut, sehr gut sogar. Ich habe nämlich noch niemals Arrest bekommen. Hoffentlich vergessen die das für einen Tag, wenn ich mich mal zur Ruhe gebe. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt habe ich natürlich nie abgespeichert, ich sag. Hier geht's glaube ich zum... Nee, hier kann ich. Ach, das ist ja Olex. Oder? Bis zum nächsten Morgen. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Aber auf jeden Fall holen wir uns schon mal ein bisschen Sachen hier. Stopp, noch eine Fackel. Oh, hier liegt noch ein bisschen Jod rum. Doch gewusst, da ist noch was. Raus.
Du schon wieder? Behalt in Zukunft deine Finger bei dir. So, jetzt habe ich mich mal wieder regeneriert, beziehungsweise ich habe mal bis an dieser Stelle wieder durchgespielt. Ja, ich dachte, man könnte hier einfach mal die Lebensmittel hier so nehmen, aber das habe ich mal lieber nicht gemacht. Bruno, da machen, den sprechen wir an, wenn wir alles haben. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal Marbot nochmal aktivieren können. Ich soll euch diese Botschaft von Lord Baldwins Gesandtschaft aushändigen. Eine versiegelte Botschaft? Gib her. Ein schriftlicher Befehl vom König. Na, dann wollen wir mal sehen. Und? Irgendwelche neue Befehle? Als ob du das nicht wüsstest. Na, aber nun ist ohnehin nichts mehr daran zu ändern. Der König befiehlt in diesem Schreiben, jedem seiner Kommandanten Lord Baldwin in seiner wichtigen Mission zu unterstützen. Und das heißt? Das heißt, dass ich Lord Baldwin jetzt unbedingt einen meiner Männer mitgeben muss. Glaub aber ja nicht, dass du derjenige bist, der Athanos verlassen darf. Ich werde nur denjenigen meiner Männer gehen lassen, der sich am meisten hier auf Athanos bewährt hat. Schließlich wird Lord Baldwin nur einen guten Mann gebrauchen können. Für dich heißt das vor allen Dingen, dass du erstmal deine Grundausbildung beenden musst. Erst wenn das geschehen ist, können wir weiterreden. Gehe also zu Bruno und frage ihn, was noch zu tun ist. Ja, das hört sich doch gut an. Zu tun ist noch, dass ich erstmal Schlösser knacken lernen kann. Muss. Weil ich da noch Haralds Truhe knacken muss. Volker, hast du noch was zu sagen? Ach. Sei gegrüßt, Paladin. Ich heiße Roland. Darf ich dich jetzt was fragen? Das kommt ganz darauf an, Soldat. Ich heiße übrigens Volker. Was willst du wissen? Warum seid ihr hier nach Athanos gekommen? Nun, wir wollen Proviant aufnehmen und unsere Mannschaft ergänzen. Ihr braucht also einen neuen Matrosen. Ja, das ist richtig. Aber wende dich mit deinen weiteren Fragen besser an Erik. Lord Baldwin hat ihm persönlich den Auftrag gegeben, den neuen Matrosen auszuwählen. Ich hingegen habe nur den Auftrag, den Proviant zu beschaffen. Gut. Danelun haben wir noch nicht gesprochen. Hallo. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Doch, hatten wir schon gesprochen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Okay, nochmal Erik fragen. Ja, da haben wir ja schon die Dialogfolge abgearbeitet. Buchkommode, kann man hier was lernen? Ja. Wir haben Erfahrung bekommen, das ist sehr gut. Wir stehen jetzt auf 485, das heißt also 10 Erfahrungen mehr. Das heißt also, wir brauchen noch 15 Erfahrungen. Die holen wir am besten. Ja, wo holen wir die denn jetzt am besten her, die Erfahrung, die 10? Gibt es denn hier keine Ratten? Ja, natürlich. Natürlich gibt es Ratten, und zwar im Burggarten. Da haben wir jetzt auch eine Spitzhacke im Inventar, wenn ich mich nicht irre. Und die haben wir hier auch. Die machen wir nochmal dran. Weil wir Olex Laute ausgraben müssen. Oh, wo ist denn jetzt der Burggarten? War der hier? Nee, das war er nicht. Nein, das war er nicht, oder? War er das? Doch. Doch, hier geht's zum Burggarten. Mein Gott. Gut. Jetzt wird's ein bisschen spannend. Stopp mal. Jetzt mal ein bisschen looten. Looten. So. Gleich hier? Ja. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Hehe, Olex Laute. Jetzt wollen wir sie nochmal ausprobieren, wie im ersten Teil. Beziehungsweise in meinem ersten Let's Play. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, Feder zum Schreiben habe ich denn. Ach Leute, Olex Laute haben wir doch. Ist die jetzt weg oder was? Oder wie? Bin ich blind oder was? Da ist sie. Ja. Schön. Jetzt ist auch meine Waffe wieder weg.
So, das ist die bessere Waffe. Und dann werden wir noch mal kurz speichern. Zum Rattengemetzel gehen. Das gibt mir dann endlich die erste Stufe. Perfekt. Unkraut. Ach, kann ich die eigentlich? Nicht zu plündern. Goblinbärchen. So, und hier war noch ein Lederbeutel drin. Sehr gut. Ja, mit der Winde hat mir keiner was gesagt, auch in meinem ersten Let's Play nicht, was es mit der Winde auf sich hatte. Schade eigentlich, da könnte ich jetzt mal einen Kommentar für gebrauchen. Und jetzt gehen wir schön zum Ralf zurück und lernen von ihm Schlösser knacken. Musste es ja besser wissen. Oder? Oleg. Oleg, 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 Oleg. Er war doch irgendwie entweder an der Mauer oder in seinem Quartier. Nee, war das Olegs Quartier? Ich glaube ja, ne? Geh mal hoch. Ne. Schon wieder reingefallen. Da ist Oleg. Wollen wir ihm erstmal seine Laute zurückgeben? Ich habe deine Laute gefunden. Gunther hatte sie im Burggarten vergraben. Hier hast du sie. Dieser Mistkerl. Ich danke dir, Roland. Hier, nimm diese 100 Goldstücke zum Dank. Danke, Oleg. Die kann ich gut gebrauchen. Ich habe übrigens noch einen Rat für dich. Ja? Übe doch einfach etwas früher. Am besten so, dass du am Abend eine Stunde eher aufhörst. Die Leute stört es nämlich nur, dass du zu diesen Zeiten probst. Ansonsten hat niemand was gegen deine Musik. Nicht mal Gunther, obwohl er eindeutig zu weit gegangen ist. Danke, dass du mir das sagst. Es war total egoistisch von mir, dass ich nicht auf die anderen Rücksicht genommen habe. Ich werde in Zukunft etwas früher üben. Tu das. Dann gibt es auch keine Probleme mehr. Werde ich, ganz bestimmt. Ach, Hauptsache, ich kann jetzt endlich mein neues Stück proben. Was sagst du? Du hast ein neues Lied komponiert? Ja, habe ich. Und den Text hierzu habe ich selbst gedichtet. Interessant. Kann ich mir den Text mal ansehen? Na klar. Doch halt. Den habe ich ja gar nicht bei mir. Wo ist er denn? Sag bloß, der ist jetzt ebenfalls verschwunden. Nein, nein, glücklicherweise nicht. Doch ich habe ihn an einem sicheren Ort versteckt. Hier? In der Burg? Nein, außerhalb. Wenn ich komponiere, verlasse ich häufig die Burg und suche meinen Lieblingsort auf. Dort bin ich ungestört. Naja, meistens zumindest. Ach, wie blöd, dass ich mir jetzt den Fuß verstaucht habe. Ich würde sonst den Liedtext holen und gleich anfangen zu üben. Wenn du willst, dann hole ich für dich dein Lied. Ich müsste nur wissen, wo es sich befindet. Also wenn du das für mich tun könntest, dann würde ich dir gleich nochmal etwas Gold geben. Sagen wir 50 Goldstücke? Abgemacht. Wo befindet sich der Text? Auf unserem Berg führt unterhalb der Burgbrücke ein Pfad zu einer großen Höhle, auf der anderen Seite des Berges. Im Inneren der Höhle befindet sich eine verschlossene Truhe. Dort befindet sich der Text. Das werde ich finden. Ich hole deinen Text. Na, das machen wir aber viel, viel später. Die Erfahrung hat es ja gezeigt. Bringen wir mal hier kurz runter. Und als nächstes sollten wir mal das vierte Buch an uns reißen. Das heißt erstmal Ralf aufsuchen, Schlösser knacken lernen.
Ein Dietrich haben wir ja schon. Ralf, 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 Ralf. Wo könnte er sein? Das ist immer so etwas schwierig. Entweder ist er, das ist Bruno. Den sprechen wir an, wenn wir erst ganz fertig sind. Gucken wir mal, ob sie noch im Übungsraum sind. Oliver liest gerade Zeitung. Hoffentlich nicht so ein Käseblättchen. Da ist Ralf. Zeigt mir, wie ich ein Schloss knacke. Schlösser knacken ist schon eine Kunst. Du brauchst da ganz schön Fingerspitzengefühl und ein paar gute Dietriche. Allerdings sind manche Truhen mit speziellen Schlössern versehen, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen. Wenn du also vor dem Schloss kniest, dann drehe deinen Dietrich nach links oder rechts. Wenn du ihn zu stark oder zu schnell bewegst, dann wird er dir abbrechen. Aber je geschickter du wirst, desto leichter wird dir der Umgang mit dem Werkzeug von der Hand gehen. Wird sich das jemals ändern? Na, dann zeig mal deine Dietriche. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Er hat auf die falschen Leute gehört. So, und jetzt habe ich mir mal 5 Dietriche geholt. Erstmals 5 für die Sicherheit. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann gucken, ob wir nicht noch einen Lederbeutel öffnen können. Wunderbar, 25. Was haben wir hier? Das ist eine doppelte Apfeltabak. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. So, und hier ist unser Hauzu, Herbert. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Hallo Herbert, kann ich dich mal was fragen? Was willst du, Alter? Lass mich in Ruhe, kapiert? Das muss ich wohl anders machen. Das war doch schon vorher. Hey Herbert, kennst du vielleicht den großen Herkules Hauzu? Was, Alter? Du kennst den Hauzu? Hätte ich dir Weichei gar nicht zugetraut. Na klar kenne ich den. Also ich finde, dass der schon was ganz Besonderes ist. Das ist er auch, Alter. Mann, ich habe sein ganzes Buch gelesen. Super, was der drauf hat. Das war ein Genie, sag ich dir. Hey, Alter. Das war endlich mal ein Buch, was man verstehen konnte. Hat mir so gut gefallen, dass ich es gleich behalten habe. Tatsächlich? Kann ich es mal sehen? Nee, Alter, das kannst du nicht. Und damit eins schon klar ist, den Hauzu bekommst du nicht zu lesen, kapiert? Damit können nur echte Kerle was anfangen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Warum hast du Wenzel beleidigt? Hey Alter, was willst du von mir? Quatsch deutlicher, kapiert? Du hast zu Wenzel gesagt, dass er ein alter Schwätzer ist und dass er verschwinden soll. Richtig, Alter. Das dumme Geblubber ging mir auf den Keks. Na und? Was der alte Knacker darüber denkt, ist mir vollkommen egal. Der alte Knilch ist doch sowieso total plemplem. Der spinnt total. Aber du gehst mir jetzt auch auf den Keks. Also lass mich in Ruhe, Alter. Kapiert? Ja, ja. Nur du kapierst leider nichts. Das hat er wirklich nicht verdient. Na, ja. Was die alle über den Wenzel erzählen, ist nicht so schön. Dabei ist doch ein ganz lieber alter Mann. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Buch. Hast du keine Angst, dass man dir das Buch klaut? Was, Alter? Mir den Hauzu klauen? Mir, dem Herbert? Du spinnst doch, kapiert? Dann hast du sicher ein gutes Versteck, oder? Quatsch, Alter! Das Buch vom Hauzu habe ich in meiner Truhe. Und den Schlüssel trage ich bei mir, kapiert? Also kann mir auch keiner den Hauzu klauen, ist doch wohl klar, kapiert? Ja, ja, kapiert. Mhm, ja, ja, kapiert. Du hast das nicht gewusst. So. Schauen wir mal. So, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Na also, ging doch. So, und jetzt mal gucken. Hauzu. Hier. Wie werde ich stark? Euer Herkules Hauzu. Herrlich. Ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu Bruno.
geben die Bücher ab. Dann dürften wir also damit unsere Grundausbildung geschafft haben, also den ersten Teil. Dann geht es natürlich noch darum, die Geschicklichkeit, Armbrustschießen und so weiter zu lernen. Achtung, Konversation Bruno. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Ich habe Hauzus Buch über das Muskeltraining gelesen, obwohl ich manches Wort erst mühsam entziffern musste. Ja, leider hat man Hauzus Original nicht korrigiert, sodass es etwas schwierig zu lesen ist. Aber mir hat der Mann irgendwie imponiert. Er muss wohl nicht viel im Kopf gehabt haben, aber bärenstark, das war er. Seine Laufbahn begann mit einem Fausthieb, den er irgendeinem verpasste. Das brachte ihm den Namen Herkules Hauzu ein. Wer aber wirklich hieß, wissen wir nicht. Und das wusste nicht einmal er selbst. Herkules Hauzu verstand es aber, seine Fähigkeiten anderen weiterzugeben. Mit einfachen Worten versteht es Hauzu, seine Leser mit den nötigsten Grundlagen vertraut zu machen, die erforderlich sind, um seine Muskeln zu stärken. Ist eine Pflichtlektüre für jeden Soldat. Doch bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ups. Da war wieder ein Smalltalk durchgeflutscht. Naja, machen wir weiter. Ich habe Graf Canvas Buch über die Geschicklichkeit gelesen. Ja, hast du das? Schön. Also mir hat das Buch damals sehr geholfen. Der Verfasser hatte allerdings ein sehr tragisches Ende gefunden. Wusstest du das? Nein, was ist denn mit ihm geschehen? Das hätte er doch besser Nun, wissen müssen. Graf Canvas Tragik war, dass ihn die Vorstellung, dass er ein sehr geschickter Mann sei, irgendwann größenwahnsinnig gemacht hat. Er wollte durch seine Geschicklichkeit reich und mächtig werden und schloss sich schließlich einer Gesellschaft von Leuten an, die, sagen wir es mal so, mit den Gesetzen des Königs nicht so genau nahmen. Durch ihr ungesetzmäßiges Handeln wurde Canvas steinreich. Als die Beschwerden aber über ihn immer zahlreicher wurden, griff schließlich der König, damals war es noch Robert I., ein und ließ Graf Canvas gefangen nehmen. Er wurde nach Gotha geschafft und musste dort bis zu seinem Lebensende im Kerker schmachten. Aber seine Bücher, die er übrigens im Gefängnis schrieb, sind heute nicht mehr wegzudenken. Echte Klassiker. Doch, bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Ich habe das Buch über das Armbrustschießen gelesen. Ein sehr nützliches Buch. Der Verfasser, der selber viele Schützen ausgebildet hat, war allerdings ein jähzorniger Mann, vor dem mancher Neuling sich in Acht nehmen musste. In seiner Wut über manchen Fehlschuss seiner Zöglinge hat er denjenigen, der das Pech hatte, daneben zu schießen, regelrecht als Zielscheibe verwendet. Sodass der Ärmste stets gezwungen war, vor seinem Meister davonzulaufen, wenn ihm sein Leben lieb war. Aber Wilhelm von Prell war trotz seines Jähzorns ein wahrer Meister der Armbrust. Gut, dass du sein Buch gelesen hast. Doch bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Ich habe das Buch über den Einhandkampf gelesen. Ein hervorragendes Buch, nicht wahr? Auch ich habe es in meiner Ausbildungszeit gelesen und es hat mir sehr geholfen, mich im Einhandkampf zu verbessern. Sehr gut, weiter so. Doch bevor ich es vergesse, das Buch nehme ich jetzt besser an mich. Das hat er wirklich nicht verdient. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal geschafft. Auf der Stelle mache ich mal eine kleine Pause, also jetzt für mich, und dann geht's gleich weiter. Ja, ich melde mich wieder zurück. In der Zwischenzeit habe ich sämtliche Kisten hier geknackt und ein bisschen gelootet. Ja, jetzt gehen wir mal wieder in das Paladinzimmer. Was anderes gehört.
Hallo! Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Ach ja, ich störe wieder den Ganelun. Sorry. Hier gibt's auch nichts mehr. Hier gibt's auch nichts mehr. Ja. Dann machen wir Folgendes. Wir werden mal ein paar bessere Waffen besorgen. Und zwar bei Kuno. Ist das wirklich nicht mehr hören? Denn der hat einen guten Offiziersdegen. Ich weiß gar nicht wie. Gottfried. Warte mal. Ja. Hallo, stolzer Ritter. Wie sieht das aus? Vortrefflich, Knappe. Stets bereit zu neuen Taten. Und Roland, alles klar? Naja, du weißt ja, wie ich mich fühle. Solange ich mich nicht bewähren kann, werde ich wohl niemals die Möglichkeit haben, Paladin zu werden. Tja, hier auf Athanos wird wohl nie etwas passieren, außer dass man einen Lurker oder einen Wolf zur Strecke bringt. Aber jetzt ist doch ein königliches Kriegsschiff, die Albatros, in unseren Hafen eingelaufen. Wenn du wirklich Paladin werden willst, dann solltest du versuchen, auf dem Schiff anzuheuern. Vielleicht suchen die ja noch einen Mann. Du solltest mal unbedingt mit den Abgesandten des Kriegsschiffes sprechen. Soviel ich weiß, wollen diese in die große Halle kommen und mit Marbot sprechen. Wo hast du das denn schon gelernt? Das kannte ich auch noch gar nicht. Und das schon im zweiten Teil hier. Kuno. Da wollen wir mal gucken, ob wir genug Geld haben. Ich möchte noch eine Bemerkung fallen lassen. Falls noch irgendwelche komischen Sounds oder Sprecherfiles zu laut oder zu dumpf noch klingen oder noch so ein Rauschen mit drin ist. Ich musste mir die ganzen selbst bearbeiteten Sounds hier selber zusammenfrickeln und in den Ordner reintun. Kann sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist und das Odyssey Mod-Team die dann selber nochmal für sich nochmal heraussortiert hat, weil ich hatte mehr Sounds bearbeitet, als wirklich erforderlich waren. Okay, auf zu Kuno. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Offiziersdegen. Kostet 800. So viel habe ich nicht. So, Jagdbogen 400. Na, das können wir noch gleich haken. Aber Moment mal, was hat der denn? Zeig mir deine Ware. Was ist denn das hier? Ein altes Buch über Edelsteine. Bis 30 Euro. 30 Euro sage ich schon. 30 Gold. Wollen wir das holen? Was ist denn das hier? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Beschädigt. Ach ja, beschädigter Schild. Daran kann ich mich erinnern. Amulett der Erzhaut. 1000 Euro. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Da muss ich nur ein bisschen sammeln oder ein bisschen kämpfen. Ich hab das war genau so, wie du sagst. Was denn mit Wetter? Nee, schlafen wir eine Runde. Das Mistwetter geht gar nicht. Er muss das ja besser wissen. Mal, kann man hier noch was looten? Nee. Hatte ich schon weggelootet. Irgendwem kann man doch noch eine Special-Fähigkeit lernen. Ja, genau, richtig. Das war Hinz. Muss man sich vormerken, dass man hier Akrobatik lernen kann bei ihm. Moment. Okay, hier ist nichts zu tun. Tankred. Ah, den haben wir auch noch nicht gesprochen. Warte mal. Hallo Tankred. Alles in Ordnung? Ja, Roland. Danke für die Nachfrage. Jo, nett, freundlich, kurz, bündig. Wie immer. Wenzel. So, jetzt gehen wir nochmal zu unserem Bruno. Gibt es neue Befehle? Nein, Soldat. Im Grunde nicht. Nur eines soll ich euch von Marbot mitteilen.
Der Zutritt zur Roten Mine bleibt wegen Verschüttungsgefahr nach wie vor verboten. Na, das ist doch wirklich nichts Neues. Nein, aber es gibt immer noch ein paar Dummköpfe, die da gerne nach Gold suchen würden. Dabei ist dort schon seit Jahren nichts mehr zu holen. Ich würde gerne etwas über den Alchemisten erfahren, Burghauptmann. Über den? Nee, lass mal. Über den kann ich dir überhaupt nichts sagen. Ralf aber sagte mir, dass er schon einige Male bei ihm wart. Das ist richtig. Wenn uns die Heil- oder Mana-Tränke ausgehen, muss ich bei ihm welche holen. Glaub aber ja nicht, dass ich mich dann mit dem Mann lange unterhalte. Ich bin da schnell wieder weg. Ansonsten habe ich keinen Umgang mit ihm. Die einzigen, die mehr mit ihm zu tun haben, sind Marbot, Oliver und Herbrand. Sprich daher mit diesen, wenn du mehr über den Alchemisten erfahren willst. Aber vielleicht sollte man sich besser gar nicht über ihn erkundigen. Vor einiger Zeit war Herbert genauso neugierig wie du. Irgendwie muss das der Alchemist mitbekommen haben. Wie soll er denn davon mitbekommen haben? Ich denke, er verlässt so gut wie nie seine Stube. Tja, wenn man das wüsste. Aber eins ist sicher. Der kann sicher noch mehr als nur Alchemie. Diese verdächtigen Geräusche in der Nacht sind doch richtig unheimlich. Also, was war jetzt mit Herbert? Nachdem sich Herbert über Sejan erkundigen wollte, war diesem plötzlich furchtbar schlecht. Fürchterliche Bauchschmerzen hatte der. Und das 3 Tage lang. Ist das nicht komisch? Na, vielleicht hatte Herbert nur zu viel oder zu hastig gegessen. Nee. Das hängt bestimmt mit dem Alchemisten zusammen. Aber jetzt sollten wir nicht länger über ihn reden. Wegen der Grundausbildung. Ja, was ist damit? Das sind doch alles nur Gerüchte. Ja, da fehlt uns noch die Geschicklichkeit und das Lernen von Armbrustschießen und Einhandkampf. So steht es in den Heiligen Schriften. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich hätte gerne etwas über Sejan gewusst. Über Sejan? So. Neugierig, was? Und wie? Was weißt du? Also wenn ich ehrlich bin, nicht viel. Ich habe eigentlich ziemlich wenig mit Sejan zu tun. Zuweilen gibt mir Mavo zwar den Auftrag, neue Heil- oder Mana-Tränke bei ihm zu holen. Den Auftrag gebe ich aber an Bruno weiter. Der hat auch einen Schlüssel zu Sejans Stube. Tja, sonst kann ich dir nur noch sagen, dass Sejan seit vielen Jahren in unseren Diensten steht. Also, über sein Leben weißt du überhaupt nichts? Nein, darüber kann dir, wenn überhaupt, nur Marbot etwas sagen. Was sind das eigentlich nachts für seltsame Geräusche im Turmzimmer? Wahrscheinlich irgendwelche Experimente? Keine Ahnung. Warum meidet Sejan die Leute und lässt sich selten außerhalb seiner Stube blicken? Naja, also ich finde, dass er ein ganz schöner Eigenbrötler ist. Ziemlich menschenscheu, der Bursche. Doch wenn du mehr über ihn erfahren willst, solltest du besser Marbot fragen. Was wisst ihr über Sejan, Kommandant? Wie, du willst etwas über Sejan wissen? Was willst du denn genau wissen? Zunächst einmal, was ist Sejan für ein Mann? Nun, er ist ein hervorragender Alchemist, der uns mit seinen Kenntnissen stets geholfen hat. Er versorgt uns ständig mit Heil- und Mana-Tränken, doch braucht er auch spezielle Tränke für uns. Er ist ein zuverlässiger, verschwiegener Mann, der nur für seine Alchemie lebt. Er ist bereits seit vielen Jahren in unseren Diensten. Und er hat sich stets bewährt. Was wisst ihr über sein Leben, Kommandant? Nun, ich denke, dass dich das gar nichts angeht. Darum werde ich dir auch nichts hierüber erzählen. Na gut, aber was sind das nachts für seltsame Geräusche im Turmzimmer? Nun, Sejan experimentiert viel, aber das ist ganz harmlos. Ihr solltet euch wirklich nicht unnötig Sorgen machen. Warum meidet Sejan aber alle anderen Bewohner der Burg? Und lässt sich so gut wie nie außerhalb seiner Stube blicken. Aha, es brodelt wieder mal die Gerüchteküche, was? Doch ihr solltet den Mann nicht grundlos verdächtigen. Sejan ist ein einsamer alter Mann, der nur noch seine Ruhe haben will. Das ist alles.
weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. So, jetzt machen wir wieder einen Trick. Der Trick ist eine Runde schlafen und uns aus dem Paladinzimmer. Stopp. Aus dem Palazinzimmer mal nützliche Dinge zu klauen. So. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Dann werden wir mal bis Mitternacht schlafen. So. Mitternacht. Mitternacht. So, Volker geht jetzt auch schlafen, denke ich mal. Ja, geht mal lecker Haya, Haya und Bubu machen. Ja, meine Sprüche. Viele mögen die wahrscheinlich nicht. Ritter, geh doch mal vorbei. Ah, ist hier ein Gelaufe los. Wo ist die Luft jetzt rein? Immer noch nicht. So, geht euch... euch mal lecker schlafen legen. Ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Jetzt können wir hier mal was klauen. Ausgebrannte Fackel, eine Bürste. Ausgebrannte Fackel, kommt. Oh. Oh. Einen doppelten Tabak. Speichern. So, Dalla. Hier ist niemand da. Jetzt können wir hier schön zugreifen. Das alles schön an den örtlichen Marbotstruhe. Was steht auf meinem Zettel? Nichts habe ich nicht aufgeschrieben. Und Mist, oder? Also, nee. Ich will noch keine Dietriche vergeuden. Ein leeres Blatt. Wieder zum Schreiben, noch ein leeres Blatt. Und jetzt haben wir schon mal ein paar Pfeile. Ein Kurzbogen, Essenz der Heilung. So, haben wir hier noch was? Hier haben wir nichts. Anlegen. Normalen Pfeil anlegen. Als Munition gewählt. Das ist immer ein guter Tipp bei der Sache. So, dann werde ich noch mal Marbots Truhe versuchen zu knacken. Oh. Aha. Na, also. Der hat schön viel. Das hat sich gelohnt. Jonas? Warte mal. Hallo Jonas. Und? Alles in Ordnung? Hallo, Roland. Ja, ja, alles in Ordnung. Aber wen wundert das? Was soll hier auf Athanos schon los sein? Die paar Lurker, die uns hier ein bisschen Ärger machen, sind nun wirklich keine Herausforderung, oder? Musst du gerade sagen. Ich habe noch nicht mal Stärke, Geschick, Mana. Da ist noch nichts, aber ich brauche noch ein bisschen Punkte. Auch schön. Folgendes. Nochmal eine Runde schlafen. Und mal den Jonathan, der Koch, den Koch mal anfragen. Guck mal. Der Kuno ist auch nicht da. Dafür hält Tankred Wache. Schlimm, schlimm. Dann kann ich ja nichts holen. Bekloppt es aber auch. So, war das schon hier? Nee, da sind die Leutchen am Schlafen. So, jetzt müsste das die Küche sein. Jawohl. Hey, hier ist keiner. Okay. Das heißt also,
Ein Sack mit Zwiebeln. Da kommen mir die Tränen. Ein Sack mit Kartoffeln. Ein Sack mit Karotten. Leute, das ist, glaube ich, neu, ne? Ein Sack mit Gemüse, ein Fass mit... Hammer. Okay. Sehr schön. Neue Geschichten hier. Gut. Ich glaube, dass das neu ist. Jedenfalls in meinem ersten Let's Play, oder... Ja, genau, in meinem ersten Plätzlay ist das... Plätzlay. Let's Play habe ich das nicht bemerkt, dass es da etwas gibt. Fisch, Wasser, Karotte, Pfanne, Wasser. Ja, daran kann ich mich entsinnen, dass dieses Regal völlig neu war. Völlig überfüllt. Ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, weil so viele schöne Dinge jetzt sind. Hier zum Beispiel, was haben wir denn hier zum Beispiel? Karotte. Oh, die sieht gut aus. Die sieht lustig aus. Okay, dann haben wir Kartoffeln, 3 Stück. Dann haben wir hier Feldrüben. Die haben wir natürlich da unten geholt. Zack, Goblinbeeren, Rekrutenrüstung, vergessen, Burgmannschaft, Adanostikate, okay, das sind die Schlüssel, noch was, Klinge, Horn, Bürste, doppelter Apfel, ein leeres Blatt, Pilztabak, jetzt kommen die Sachen, ein Fass mit Äpfeln, okay, soll daraus Cidre gemacht werden, damit die gären, ein Sack mit Gemüse, ein Sack mit Karotten, ein Sack mit Zwiebeln, was heißt das, kann ich die aufmachen? Ah ja, das ist gut. Was mit Äpfeln? Verschiedenes Gemüse erhalten. Sack mit Kartoffeln und Karotten. So, gucken wir mal. Hier, 13 Kartoffeln. Das heißt also, ich kann hier Paul Bocuse machen oder was? Bei so viel Gemüse kann man richtig leckere Sachen zubereiten. Hier, Sellerie. Leute, Sellerie hat's. Es hat Lauch. Alles so nahrhafte Grundnahrungsmittel. Herrlich. Mein Gott, ich kriege Hunger. Okay. Bis hierhin. Was können wir hier auch was? Können wir hier was kochen? Oh, ein Stück Fleischbraten, alles Fleischbraten. Ich weiß noch nicht. Oh, kann ich? Mach mal ein Stück Fleisch. Erstmal. Nachher brauche ich rohes Fleisch für eine Quest. Man weiß es ja nicht. Das ist ja hier völlig neu. Wasser, Wein. Gucken wir es jetzt hier. Ja gut, okay. Außer Wasser, Wein, Äpfel. Gibt es hier nichts. Aha, die Küche ist also... Ein Kochlöffel sollte man mal mitnehmen. Also jetzt komme ich so langsam hier rein. In die Geschichte. Finde ich gut so. Jonathan ist noch nicht anwesend. Das heißt, in der Jugendherberge mal hier ein Bettchen suchen. Und schlafen. Komm, komm. Walter. Okay, den haben wir auch noch nicht getroffen. Hallo Walter. Und? Alles klar bei dir? Ja, Roland, alles klar. Und bei dir? Ja, ja. Alles in Ordnung. Okay, Walter. Da ist er. So, Bocuse Jonathan. Hey du. Hallo Jonathan. Na, alles klar? Hallo Roland. Danke für die Nachfrage. Alles in Ordnung. Oder sagen wir mal fast alles. So? Was fehlt denn noch? Scavenger-Keulen. Saftige Scavenger-Keulen. Aber auch ein paar Mole-Rat-Keulen wären nicht zu verachten. Du hast ja gar keine Ahnung, wie viel Fleischbedarf so eine Burgmannschaft hat. Zeig mir deine Ware. Birne. Schön. Kann mich nicht entsinnen. Chili. Oh, lecker. Alter.
reicht ja. Haben wir in dem Team hier noch einen Superkoch dabei, oder wie? Eier gibt's auch. Kürbis, ich dachte, das wäre ein Brötchen. Salat. Sellerie. Ja, okay, den haben. Was sind das? Rote Beete? Nee, Zwiebeln. Rote Zwiebel. Leute, das ist schön. Rezept Birnenkompott. Rezept Karottensuppe. Rezept Kartoffelsuppe. Und Rezept für leckere Zwiebelsuppe. Haut mich jetzt um. Das ist richtig schön. Was machen denn die Sachen, wenn man die kocht und isst? Das wissen wir nicht. Salz. Aha, sehr rar im Mittelalter. Salz. Kostet aber auch nur 2. Gut, okay, werden wir uns mal vormerken, dass man bei Jonathan diese Sachen erwerben kann. Jetzt gehen wir wieder mal in den Königsraum. In den Königsraum, sag ich schon. Denn ich möchte diese schöne, sehr aufschlussreiche zweite Folge beenden. Wir werden so ungefähr eine Stunde gemacht haben. Ich werde die dritte Folge auch noch eine Stunde lang bringen und dann werde ich dann halbstündlich machen. Wenn ihr was dagegen habt, dann bitte in die Kommentare posten. Und zum Schluss sei noch gesagt, falls es immer noch so sprachliche Geschichten gibt, die zu verbessern sind. Ich habe das selber noch für mich rumfrickeln müssen. Also die Sounddateien musste ich hier selber in den Speech-Ordner kopieren. Und falls da irgendwelche noch sprachqualitätlichen Unterschiede sind, dann ist es meiner Kopiererei wahrscheinlich geschuldet. Denn das Odyssey-Mod-Team wird wohl gute Arbeit geleistet haben diesbezüglich. Also die haben das alles besser da vor Ort. Und deswegen gucken wir uns nochmal schön die Aussicht an. Ich sage goodbye. Auf Wiedersehen. Und gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.